So, Frankfurt! Cool, das Mikrofon ist auch an, dann könnt ihr mich noch fluchen hören. Yay! S-Rock! KK? MSI. Wobei, wenn es um Nvidia geht, würde ich eher EVGA nehmen. Wer haben wir denn da? Tommy Tomate Dry. Dankeschön! Kabel sind zu kurz. Das ist POD. Name Kevin.
So, es geht voran, Leute. Netzteil ist viel zu groß, Lukas. Da langen dir ein gutes 450 Watt. Es sei denn, du willst zwei 970er einbauen. Oh mein Gott! Lionstresser! Yeah! Danke fürs Followen! Wakadu! Awesome! Dankeschön! So, Achtung, jetzt nehme ich die Webcam mal mit. Es könnte jetzt komische Geräusche geben. Um das LAN-Kabel herum.
da. Okay. Meine Damen, meine Herren. Es hat also in der Kabellänge nicht so ganz gepasst, wie ich mir das vorgestellt habe. Also meine Finger. Nehmen wir euch einmal kurz mit. Hallöchen. Guten Tag. So. The Fly 2002. You are the man. Thanks for following us. 65 Zuseher immer noch dabei. Montagabend 22.23 Uhr. Optimale Ravioli-Zeit. Wenn ihr Nachteulen sucht, wir sind's. So. Unser Retro-PC. Da steht er. Sogan. So. Da ist unser Retro-PC. Ich habe ihn angeklemmt, an diesem Bildschirm dort. Viel weiter kommt das Webcam-Kabel nicht. Aber mit ein bisschen Glück kann ich aufgrund dieser Y-Konstruktion dort und diesem Kabel, was dann da lang läuft, 666 Warbringer 666, you're in the mix! An meinen Capture-Wurm. Da, in hier, kann ich dann das Ganze an euch rausschicken. Wow! Da ist mein Chat. Da ist mein Live-Bild. Und da bin ich. Also dann, erstes Einschalten live in the house. Let's have a look. Let's have a look. Yes, baby! We have a post! This chick is toast! Der SCSI-Controller hat offensichtlich nichts gefunden. Und wir haben eine Fehlermeldung. Aber das ist ja schon mal fantastisch! Cracky the Ear Destroyer. I'm sorry. Ja, dann läuft das Webcam. das Webcam-Mikrofon natürlich amok. Tut mir leid. So, was haben wir hier? Ah ja, es funktioniert nicht ganz. Funktioniert nicht ganz. Ich kann es nicht besser, glaube ich, jetzt einfangen. Muss mal gucken. Zieh das mal nach oben. Yes, sogar 5 Euro! Wie geil bist du denn? Danke dir! Das ist doch mal geilo. Das freut mich. Ey, das ist unbelievable. Unbelievable kind. Super, dankeschön. Ich muss mal einmal kurz rumfummeln hier. Dem Monsieur sagen, dass er eine voll humane Auflösung reinbekommt. Das Problem ist, dass dieses DOS-Fenster quasi 640-400 ist und dementsprechend dort nicht viel geht. Das wird sich aber spätestens mit der Windows-Installation dann bessern. So. Mal einmal gucken, wie wir das dann da hinkriegen. Dann pflanze ich mich nämlich gleich mal dahin. Irgendwie. So solltet ihr mich dann auch sehen können. Und den ziehen wir dann jetzt auch wieder da runter. Komm schon. Boah, 5 Euro, krass. Ey, super geil. Dankeschön. So. Okay, die Webcam doch noch ein bisschen rüber gucken. So nah vom Fernseher sitze ich dann doch nicht. Hallo? Okay, also ich schau mal hier. BootMGR fehlt, zeigt er mir an. Ich resette den Monsieur mal.
Und gut, die Capture-Hardware, es gibt irgendwie keine Capture-Hardware, die gescheit DOS abgreifen kann. So richtig, das sieht man jetzt hier. Man sieht unten die Magic Health und den ganzen Kram vom geilen Epox-Board. Das hat nämlich beim Post immer angezeigt schon, was für Temperaturen anliegen. Ich muss mir den Chat größer machen. Wenn es denn geht. So. Okay, wenn ihr jetzt nicht zu schnell schreibt, dann kann ich auch noch dem Chat gleichzeitig folgen. Das ist cool. So, wir schauen erstmal hier, ob das Datum stimmt. Montag, Juli, der 20. Das BIOS ist eigentlich von der Farbe her anders, aber ich kann es nicht ändern jetzt. Ich glaube, die Farben kann ich auch nicht ändern bei dem hier. So, 22 Uhr 31, bisschen später ist, glaube ich. Oder? 27, ne? 27. So. Okay, da ist unsere 60 GB MaxStor. Wie wir sehen, IDE Primary Master. Das IDE, das seht ihr nicht, das ist in diesem schwarzen Streifen, in diesem ominösen. Next Secondary Master ist mein DVD-Brenner. Hier ist das Diskettenlaufwerk. Er soll bitte bei allen Errors anhalten. Und wir deklarieren jetzt einfach mal die Bootreihenfolge SCSI als erstes und dann Festplatte. Mal gucken, ob das funktioniert. Viel einstellen müssen wir wahrscheinlich nicht. Speicher auf normalen Timings, wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich flippe da jetzt einmal durch, damit ja auch was passiert. Weil, was nützt es euch, wenn ich so ein altes BIOS erkläre? So, UDMA-Support für das CD-ROM, jawohl. Den Onboard-Audio ausgeschaltet. So. Hey, Lukas, 345534, yeah! Danke fürs Followen. Jetzt muss ich aber gute Ohren haben. Ich muss mir das Headset gleich ein bisschen näher legen, weil der hier rauscht schon gut vor sich hin. Ah, es macht sich Happiness breit, dass die Kiste halt läuft. ACPI wird eigentlich völlig überbewertet, aber lassen wir mal an. Und das soll er mal updaten. PC Health. CPU hat 38 Grad, ganz geschmeidig. Warnen soll er mich bei 70 Grad. Abschalten soll er sich bei 75 Grad. Und dann sagen wir Safe and Exit. So, und jetzt brauche ich einmal meine Windows-CD. Und ich hole mir mal das Headset näher. Also meinen Lautsprecher. Damit ich euer Follower-Alert und Donation-Alert auf jeden Fall deutlich besser hören kann. So, Boot MGR fehlt. Ich bin mal gespannt. Wenn das mit dem SCSI jetzt nicht läuft, mit dem SCSI, dann werde ich einfach mit dem DVD-Brenner installieren und dem SCSI-Teufel zu Leibe rücken. Ich suche gerade meine CD-Boxen. Die hatte ich vorhin eigentlich gefunden. Da hatte ich mich noch gefreut. Hier ist eine. Das sind die berühmten Retrolan CD-Taschen. Ich hoffe, euch passt das so. Oder soll ich mich besser im Vollbild machen und das Ding ein bisschen kleiner? Wartet mal. Gucken mal. Schlechte Systemleistung, sagt er. Er ist wahrscheinlich noch mehr am Kotzen als sonst. Oh, jetzt muss ich die Dinger wieder nach oben ziehen. Das ist so dumm. So. Wenn wir den hier dann fast auf die volle Größe zielen, haben wir 160:9. Zack, wow. Tada, guten Tag. Okay, Windows-CD, wo ist sie? Ich wollte euch das 3DFX-Logo zeigen hier. Da, 3DFX. Habe ich euch schon gezeigt, glaube ich.
Irgendeine CD ist gerade schon rausgefallen. Das war StarCraft. Ich hoffe, hier ist jetzt eine Windows-CD drin, sonst habe ich ein Problem. Wir installieren natürlich Windows 98 Second Edition. Da ist Unreal, das ist schon mal für die Zukunft sehr gut. Das merken wir uns. Wo ist jetzt die zweite Tasche? Hier vorne. Hier die Lottozahlen. Namen Depp Chaos, grüß dich. So, jetzt veräppel mich nicht. Es ist keine Windows-CD da. Oh mein Gott. What a piece of shit, man. Kann ich mal abfallen jetzt, oder? Ordnung ist das halbe Leben. Nein! Okay, wir suchen weiter. Die Suche geht weiter nach der Windows-CD. Das heißt jetzt wieder, das hätte man doch vorbereiten können. Hätte man, wenn man Zeit gehabt hätte vorher. Da hinten liegen noch CDs. Hoffentlich bis zuletzt. Nein. Falsches Betriebssystem. Da liegt ein ganzer Stapel. Ich habe eine Neudrill verpasst. Ja. Es tut mir leid. Immer Leute, das kann doch nicht sein, sonst fliegen hier immer die Windows-CDs durch die Gegend. Und jetzt finde ich ernsthaft keine. Windows 8 wäre natürlich auch eine Idee. Macht auf der Mode 5 bestimmt Gaudi. Und er ist recht auf dem Single-Core-Prozessor. So, ich bin fündig geworden. Halleluja. Windows ME. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen das. So viele verpasste Neunrudeln. Kann doch nicht sein. Ach, ich höre ich den Sound? Warum höre ich denn den Sound jetzt nicht? Verstehe ich gar nicht. Das Headset ist doch eingesteckt. Warum höre ich den jetzt nicht mehr? Den Alert müssten wir ja eigentlich sehen. Das kapiere ich jetzt nicht. LP from E. From E. Warum nicht Vista? Ja, Vista ist natürlich noch besser. Gebe ich euch recht. Klingeling, ja. Also eigentlich sollte ich auch den Alert-Kram dann wahrnehmen. So, schauen wir mal, ob das SCSI-ROM irgendwie erkannt wird. Ich kann ja mal in das SCSI-BIOS gehen. Host Adapter SCSI ID. Parity Checking, Boot Device Options, SSI ID. Und was für eine ID ist der denn gejumpert? Wenn die 0 und die 1 zusammen sind, was bedeutet das? Dass der ID 0 ist? Start Unit, Include BIOS Scan. Dann haben wir die beiden hier auf Yes. Ah,
SSI Boot, support bootable CD-ROM. Yeah, man, that's what I need. Dann setzen wir die beiden mal wieder auf No. Jetzt fummel ich ja doch an SSI rum. Okay, jetzt scannt er meine Devices. Ich bin mal gespannt, ob da was passiert. Jetzt haben wir alle Windows-Versionen durch. Windows 10.000. Ach, guck mal, SSI ID Nummer 3 ist das. The device is not a disk drive. Okay. Boot device ist dann die 3. Okay. Attacke der Schweinebug. Press the key to reboot. Ich bin gespannt, Leute. Da ist die Kamera. Ein Glück, dass dieser Rechner da steht. Gucken wir, wer jetzt Anstalten macht, diese Disk zu lesen. Natürlich nicht. Okay. Also wie gesagt, bevor ich da jetzt weiter rummache, verwende ich meinen DVD-Brenner als Boot-CD-ROM. Und dann ist es okay. Das ist meine Sicherheit, die ich mir noch eingebaut habe in die Kiste. Was macht er da eigentlich? Oh Brokkoli, du mit deinem Quotenfrag, Gedönsrad. Mächtiger Badaboom. So sieht's aus. Ich sehe gar nicht, wie viele Viewer wir haben. Das ist echt Amok. Jetzt ist es zu weit weg. Das ist zu weit weg. Das ist so traurig. Habe ich wieder eine 9-0 verpasst? Nee, oder? Windows 98 installieren. Genau. So, warum fragt er die CD jetzt nicht ab? Ist doch eine CD drin, du. Du Blödmann. Boot from CD, ja. Cool. Mein DVD-Brenner scheint ein Fail zu sein, den ich ausgesucht habe. Und er kriegt meine Windows-CD nicht zu lesen. Nein. Aber so ist das nun mal. Was macht man da? Man putzt die CD von innen nach außen. In der Hoffnung, dass er dann was liest. So ist das. Ne? Gewöhnt euch schon mal an dieses STRG alt entfernen hier die ganze Zeit. Das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein. So sieht's aus. Machst du jetzt Anstalten, das Ding zu lesen? Nein. Macht er nicht. Dankeschön. Danke, Laufwerk Deutschland. Okay, Plan B. Dann bauen wir das Laufwerk wieder um. Das nützt ja nichts. Dann müssen wir mal gucken, was wir da nehmen. Toll. Ich habe hier schon alles durch die Gegend geworfen. Dann klemmen wir einmal den DVD-Brenner ab. Erkannt wird er ja, aber er macht irgendwie keine Anstalten, meine Disk zu lesen. Und die Disk ist in Ordnung, das weiß ich. So ist es mit der alten Hardware. Sie mag okay aussehen, aber funktioniert vielleicht nicht mehr gescheit. Oh Gott, wie habe ich denn die Schraube festgezogen hier? Also machen wir unsere vier Schräubchen wieder raus. So. Mal Blindschrauben bitte. Einmal da. So. Dieses Laufwerk ist scheiße. Also, weg damit. Jetzt überlege ich, was nehme ich mir?
nehmen wir uns was richtig Geiles. Was ich so aber auch nicht pauschal kriege. Damn! So, ich habe ja ein Plextor PX130. Das ist mal heißer Scheiß, Leute. So, da hier Plextor PX130. Da muss ich noch so komische Bolzen losschrauben, die als Einbauunterstützung für ein hier stehendes anderes Gehäuse benötigt sind. Tschüss, Bipabben. So, Laufwerk ist auf Master gejumpert, das haben wir schon gelernt. Und es ist ein EDE-Laufwerk. Kleiner Landeanflug. Weil ich das jetzt teste, lasse ich das festschrauben erstmal. Strom rein. Feuer frei. Lade öffnen. Disk rein, vielleicht Spaß haben. Zack. Hey, funktioniert, auf Anhieb. Wunderschön. So, wir wählen jetzt aus, Computer mit CD-ROM-Unterstützung starten, weil wir müssen zuerst die Festplatte partitionieren. Ja. Können mit einem 486er die Heizung steuern. Wie geil ist das denn? So, wir machen jetzt, gehen jetzt auf D, CD, Win98, Change Directory. Und jetzt sagen wir F-Disk. F-Disk dich selber. Und sagen wir Yes, sir. Dann sagen wir, hey, ich habe NTFS gefunden. Das ist ja eine Katastrophe. Ich weiß nicht, was auf der Platte drauf war. Ist mir jetzt aber auch egal. Löschen das erstmal. So. Partitionsdaten anzeigen, keine Partition definiert. So, da brauchen wir erstmal eine primäre Partition. Jetzt muss er die Datenintegrität der Platte überprüfen. Und ich kann mal beim Chat schauen. Hallo Chat. Seid ihr gut drauf? Ich mache auf jeden Fall zwei Partitionen. Ganz klar. Muss ja sein, ne? Wie viele haben wir denn? 73! Wow! Warum mag ich ME nicht? Ich arbeite ja mit 8.1. ME. Also ich habe ME bei ein paar Kumpels gesehen und das war immer nur Bluescreen hier, Bluescreen da. Und irgendwie hat mir der Look auch nicht so gefallen. Ja, zwei Partitionen für Porn. Natürlich, Iruka. Was denn sonst? Ja, aber schön, dass ihr gut drauf seid. Finde ich fantastisch. Geil, dass ihr dabei seid. Natürlich ein paar technische Querelen, das war aber klar. Rechner läuft. Voll der Emoticon-Spam. Das geht jetzt in meinem gesoomten Chatfenster nicht so geil. Ist das da der Hardware-Himmel? Ja, wahrscheinlich, so ein bisschen. Macht es dir Spaß, PCs zu basteln? Nein, gar nicht. Jetzt seid ihr zu schnell. Windows auf eine 100 Gig Partition, ja. Okay, nochmal. Hochscrollen. Das ist eine ME, ist häufig so, dass man Bluescreen, ja, genau. Ich finde den Stream auch cool. Dankeschön, es läuft. Der Webiloop. Fantastico. Oh, es passiert was. Wir wollen nicht die maximale Größe, nein. Und jetzt müssen wir die Datenintegrität der Festplatte nochmal überprüfen. Wenn ihr dort jetzt eine 80 GB, gut, wir haben jetzt hier schon eine 60er, ist schon krass. Dann ja, dauert das. Dauert das lange. Wenn der Prozessor nicht stark genug ist, hat man ein Problem damit. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Theoretisch könnte ich dieses Video nachher so aufbereiten, dass wir zumindest in dem zweiten Part, der jetzt hier gerade live läuft, den Chat sogar mit einbauen können. Ja, also ins Video, Bild in Bild sozusagen. Damit man das dann im Netz auch nochmal als Video vielleicht nachvollziehen kann.
Insofern sich das jetzt hier nicht zu krass zieht und ich keine Zeit finde, das nachzubearbeiten, so ein bisschen. Wir werden sehen, wie sie das Ganze den Weg entweder auf Raw Intros, unseren Ravioli Archivkanal sozusagen, finden wird oder halt direkt auf den Ravioli Channel. Die PC-Bau-Videos sind ja sehr beliebt, also vielleicht landet es dann auch dort, wer mir denn das gefällt, was ich da sehe. Kenneth Computer Run Crisis. Nee. Hallo YouTube-Zuschauer, ja. XP war nicht mehr DOS-basiert. So, jetzt können wir eine Megabyte-Größe angeben, also 58.644 Megabyte oder eine Prozentangabe. Ich arbeite da gerne mit den Prozentangaben. Wir sagen mal 5% für das System. Das reicht bei Windows 98. Das sind knapp 3 GB. Das ist cool. Jetzt müssen wir noch eine erweiterte Partition erstellen. Und in dieser erweiterten Partition können wir dann noch Laufwerke erstellen. Ja, ist schon viel. 60 GB sind schon viel, das stimmt. Der Kölle schaut mit dem Handy zu. Yay! Ein Windows XP ginge natürlich auch auf dieser Maschine. Würde laufen. Aber wo muss ich mich denn hinsetzen, dass ich mehr im Bild bin? Da. Aber was geht ab? Der Sogan schon wieder? Ist nicht dein Ernst, oder? Schon wieder 5 Euro? Wiederholungstäter warst du doch jetzt. Du wahnsinniger Kerl, du. Da unten kommt er ins Bild gefahren. Ja, 10 Euro von dir. Ey, danke dir. Geile Milo. Bonze, richtige Bonzenudel ist das. Entschuldigung, wenn das so laut ist. Ich saß ja sonst immer vom Mikro weiter weg. Mal gucken, dass ich vielleicht den Pegel... Übersteuere ich jetzt krass, wenn ich dann so ein bisschen babbel, ja? 29 Grad hat es im Raum. Spendenhype. Besser als Sky. Dankeschön. Kannst du mir auch mal Geld zukommen lassen. Ja, so unten gibt es ja so einen Donator-Link. So, wir drücken hier mal Enter, weil wir den gesamten Speicherplatz als erweiterte Partition haben wollen. Partition ist halt im Prinzip so, ja, weiß nicht. Die primäre ist ja das Fundament und der Rest ist dann der Rest vom Hause und jetzt brauchen wir noch Zimmer da drinnen. Also wir wollen Laufwerke definieren. Jetzt möchte ich aber noch ein großes Apartment haben, eine große zweite Festplatte. How much is a noodle, Void Seeker? Aristo, greetings from Austria. Yes. Twitch Alerts Donate Ravioli. What does that link mean? Ich darf die nicht anklicken. Money, money. Ah, herrlich. Schreien gleich schlecht, reden gleich gut. Alles klar, danke, Iruka. Okay. Ja, so rauscht das Ding hier nur mal vor sich hin. Das ist halt dieser Partitionierungsvorgang, den man machen muss. Den hat man natürlich heute wesentlich komfortabler im Windows. Windows 8, 9, 10, 32. So, da kann ich mal meine Maus hinlegen. Was zockt man an so einem PC? Pass auf, Laptop Drempels. Ich kann dir das genau sagen. So, eine Games-Festplatte oder eine Games ohne Daten? Komm, wir machen das spaßeshalber. Also jetzt sind 100% noch 55 GB. Und wir sagen jetzt einfach mal, ich nehme jetzt 80% für meine Games. Und dann machen wir noch ein zweites Laufwerk, wo ich die ganzen Daten, die ganzen Treiber, die wir für den PC benötigen und so, dann dort zwischenspeichere und ablege. Ja, was zockt man auf so einer Kiste? Wirklich, kann man hier so ein bisschen was anteasern? Was? Der uncooler Junior, 9,30 €. Ich danke dir. Dankeschön. Dann zockt zum Beispiel Shattered Steel. Oder Dark Rain. Oder Bleifuß Rally. Oder Decent 3, der Reibekuchen 1 Euro. Danke dir, Reibekuchen. Dafür kann ich mir fast einen kaufen. Nochmal Decent 3. Oder hier. Ich sag's nicht, aber es ist das Beste. Es ist so fantastisch. Oder hier. Command & Conquer Alarmstufe Rot. Oder Worms 2, Motor Racer. Ground Control. Sehr cooles 3D
Strategiespiel. So, wir sind mit dem Partitionieren durch. Ich kann ja gleich nochmal ein paar andere Titel nennen, die man auf so einer Kiste zocken würde. Oh, jetzt mein Ground Control Hilfszettelchen runtergefallen. So, jetzt drücken wir Escape, Escape, weil er muss neu starten, damit Windows 98 das auch erkennen kann. Und dann können wir mit der Installation von Windows 98 starten, liebe Leute. Wie wär's mit Age of Empires 1? Natürlich! Denkt ihr denn? Money Train. Sockel A, Voodoo 5, gute Power. So sieht's aus. So, wir müssen neu starten. Auf jeden Fall. Also ich wollte immer mal so ein richtig schönes Voodoo 5 System haben. Das Problem bei der Voodoo 5 ist halt ihr AGP-Steckplatz. Das ist AGP 3,5 Volt. Und später mit dem Intel Pentium 4 hatten die so, von CD-ROM starten und Windows Setup starten drücke ich jetzt, hatten die, jetzt kommt nämlich das Formatieren, da können wir noch viel babbeln, kann ich noch viele Spiele zeigen, hatten die Pentium 4 Mainboards dann nur noch AGP-Vierfach-Steckplätze mit 1,55 Volt Spannung und dort konnte man keine Voodoo 5 einbauen. So, wir fangen an mit dem Formatieren. Ich kann euch dazu noch was zeigen. Oh, wo ist sie denn? Einmal. So, Kiste. Sockel A, 8 Jahre lang als Hauptsystem. Ich hatte Sockel A auch relativ lange, wobei ich nur 2 Sockel A-Systeme hatte. Ich hatte damals das Asus A7V mit einem Duron 700 und später habe ich mir den teuren Athlon 1300 geholt, den 1300 Thunderbird B mit 100 MHz FSB, 600 D-Mark habe ich dafür die CPU gelatzt. Das war der Hammer. Den hatte ich auch sehr, sehr lange. Dann bin ich auf Pentium 4 gegangen, 1,8 GHz at 2,4 GHz und dann bin ich wieder rübergegangen auf einen Athlon XP Barton 2500 Plus über, auf 3200 Plus laufend. Und den hatte ich auch lange. Da läuft mein Sweeper, Captain Obvious. So, Festplatte D bitte auch formatieren. Grafikkarten wollte ich euch was zeigen. Das sind die andere Grafikkarten Armada. Da hinten. Ah, sehr gut. So. Also, das ist jetzt keine Voodoo 5, aber das ist eine 3,5 Volt AGP-Karte. Sieht man an der Kerbe. Und jetzt zeige ich euch die einzige Voodoo, die 1,5 Volt dann tatsächlich unterstützt. Und zwar, das ist die Voodoo 4 4500. Das ist im Prinzip eine Einzelchip-Version der Voodoo 5. Da ist auch der 3DFX VSA 100 drauf mit seinen 32 MB Speicher, 166 MHz Core-Takt und Speichertakt. Aber ein VSA 100 ist nicht so geil. Also die ist von der Leistung her eigentlich nur so schnell wie eine Voodoo 3000 oder 3500. Die kann zwar eine bessere Texturkompression, was bei manchen DirectX-Titeln einen Vorteil bringt. Ich muss da in die Kamera gucken. Sorry, ich gucke immer oben auf das Testbild. Und das haut es dann aber auch nicht so raus. Ja, Voodoo 4, 4500. 10,71 €, Max von der Summe! You're the crazy man! What is going on in this town? Thanks, man! Vielleicht gibt's ja bald ein ruckelfreies Streams. Geil, Mann! Dankeschön. Ich darf nicht zu laut babbeln. Ja, das war kurze AGP-Kunde. Also wenn wir es hier nochmal so sehen, seht ihr, der Steckplatz ist gleich lang. Der Voodoo 5 im Prinzip, also die vordere Karte, wäre das. Der fehlt aber dann die zweite Kerbe. Das heißt, sie kann nur 3,5 Volt und nicht 1,5 Volt. Und darum läuft die dann nicht in späteren AGP-Mainboards. Das heißt, einen starken Prozessor der Voodoo 5 beiseite zu stellen, ist gar nicht so leicht. Und mein Athlon XP 2400 Plus ist ein guter Kompromiss. Also 2 GHz AMD Athlon Power. Ist schon ganz nice. Der Bersi ist jetzt in the bed. Hau mal rein. Diese Grafikkarten sind älter als du. Kann schon sein, ja. Die Voodoo 5 oder Voodoo 4 Serie, die sind aus dem Jahr 2000. Tatsächlich.
Product of Mexico, 3DFX Interactive, Jahrtausendwende. Und das hier ist übrigens eine 3DFX Voodoo Banshee, eine Elsa Victory 2 mit 16 MB, der erste 2D-fähige Chip von 3DFX. Auf dem Epox ist ein etwas älteres BIOS drauf. Allerdings erkennt das Epox tatsächlich den 2400 Plus nicht. Beim Epox war beim 2100 Plus Schluss. Und der 2.4 Plus läuft daher leider als unknown CPU mit 2 GHz. Berzi wurde gecancelt, so wie Newtopia. Was? Warum? Was ist denn mit der Banshee? Was ist denn mit dem Berzi? Entschuldigung. Ja, wegen anderen CPU, ich weiß. Aristo, also aktuell, das aktuellste ist gerade nicht drauf. Ich habe mir da schon ein bisschen helfen lassen über das Voodoo Alert Forum und wir haben dann schon ein bisschen rumgepatcht mit dem BIOSen. Aber selbst die aktuellste Version zeigt leider anderen CPU an. Ich bin 31 Jahre alt. Inexora 608. Blatterrücktritt. Ja, Reibekuchen. Banshee, Mann. Berzi hat auch mal eine Banshee. War das deine einzige 3DFX-Karte? Dann kann ich verstehen, warum du nicht weiter begeistert warst von denen. Voodoo Banshee ist nett, aber sie ist halt langsamer als eine Voodoo 2 und kam ein Jahr später fast und musste sich dann mit der Riva TNT kloppen und das war nicht so geil. Genau, Cache wird alles erkannt. Also normalerweise läuft der auch mit der Power, die da hingehört. Ich hatte den PC soweit dann schon mal zusammengebaut, tatsächlich an einem anderen Gehäuse, was nicht so geil retro war. Berzi wollte gar nicht pennen gehen, er hat nur die verabschiedet, die pennen gehen. Ach so. Zählt unter alter Sack. Ich bin alter Sack. Banshee und Rush waren eher enttäuschend. Ja, das stimmt. Wobei ich gerne eine Rush hätte. Ich hatte mal eine hier zum Testen. Leihweise fand ich eigentlich auch eine ganz coole Karte. War damals für die Zeit sicherlich auch nicht schlecht, wenn der 2D-Chip nicht so schlecht gewesen wäre und die Karte nicht so groß. Wäre die sicherlich auch nicht verkehrt gewesen. Ja, ich dachte auch, er geht, weil alle Nacht Berzi gesagt haben. Ich dachte schon, das ist doch gar nicht Berzis Zeit. Normalerweise ist er doch jetzt zu Abend oder so. Ah, okay. Ja, TNT 2. Ich habe auch hier TNT 1 Karten rumliegen. Und so weiter und so weiter. Ich habe hier irgendwo noch einen schönen Stapel gehabt, den ich vorhin auf Seite geschafft habe. Die Voodoo 4 ist auch ein Schätzchen, aber ich habe die auch in keinem System bisweilen irgendwie so zufriedenstellend ans Laufen gekriegt. Ich habe die immer mal wieder in einen meiner Retro-PCs verfrachtet, aber irgendwie, irgendwas mag mich an der Karte nicht. Irgendwie macht die Probleme. Ich weiß es nicht. Ich schaue nochmal, ob ich hier noch ein bisschen was finde. Noch ein paar Schinken. Jawohl, Lukas, ich bin da. Riva 128 ist natürlich auch sehr geil. Jimbo, warte, Riva 128. Das ist für den Jimbo. Das ist der erste vernünftige 3D-Chip, den Nvidia fabriziert hat. Der Nvidia Riva 128. Hier auf einer Elsa Razer AGP mit 4 MB Bildspeicher. Neben dem VGA-Anschluss haben wir hier auch sogar noch einen extra Propel-Anschluss, wo wir eine Kabelpeitsche dran anschließen können. Mit Video in, Video out. Ist das der Hammer oder was? Problem ist, viele der Retro-Spiele, die wir auch auf der Retro-LAN zocken oder so, die brauchen im 2D-Bereich dann doch mehr wie 4 MB Bildspeicher. Ja, der Nvidia NV1, der ist natürlich der Hammer. Eine Diamond Edge 3D hatte ich tatsächlich auch schon in Aktion gesehen mit Virtua Fighter. Boah, es ist übel, übles Teil. Aber hier, der Riva 128, der hat die Pforten geöffnet. Der hat der 3DFX Voodoo Graphics tatsächlich in Direct 3D gezeigt, wo der Hammer hängt. Die war schneller, die Karte.
Die Bildqualität war nicht ganz so gut wie bei der Voodoo, aber die Karte war schneller. Und mit dem darauffolgenden Riva TNT ging dann so langsam aber sicher die Nvidia Luzi richtig ab. Auch wenn das 32-Bit-Rendering zu Unrecht gehypt war, wie die Sau. Also, das war so ein Quatsch. Elsa Victory 3D, jawohl, S3 Verge. Da habe ich auch eine tolle Geschichte zu. Jimbo hat mich gerade gepult. Meine allererste Grafikkarte war auch eine... Nee, war keine S3, es war eine Cirrus Logic. Eine integrierte. Und das war mit 1 Megabyte. Und damals war ich noch so unwissend. Ich habe mir mal so eine PC Action gekauft. Das ist natürlich das absolute Fachmagazin für Hardware und so. Und dort war dann ein Test drin, so von 3D-Karten oder so. Halt irgendwie so ein Vorschlag von Klamotten. Und da ja, waren halt haufenweise S3-Chips. S3 Verge, S3 Verge, S3 Verge und so ein kleiner Ausblick so auf 3DFX und Tomb Raider und so. Aber da stand irgendwie nicht dabei, hey Leute, ihr müsst auf 3DFX warten, das wird die Revolution. Das stand nicht dabei, sondern ich habe einfach nur gesehen, dass haufenweise Hersteller diese ganzen S3-Chips verbauen. Also dachte ich mir, S3 muss ja gut sein. Also bin ich losgefahren in den nächsten Pro-Markt und habe mir für 300 D-Mark eine Elsa Winner 2000 AVI 3D mit dem S3 Verge-Chipsatz geholt. 4 MB VRAM, VRAM war das. Das war noch schnellerer Speicher wie der normal übliche damals verbaute Edo. Ja, die Verpackung habe ich noch, die Karte leider nicht mehr. Die habe ich mal einem guten Kumpel geliehen für seinen alten PC. Und ja, Kontakt abgebrochen. Ich weiß nicht, ob es diese Karte noch gibt. Aber die Verpackung habe ich noch und die Rechnung auch noch, aber man kann nicht mehr lesen, was draufsteht. Das war die erste Karte. Hallo Marius, grüß dich. Marius. So, was haben wir denn hier für ein Schätzchen? Das hier ist auch eine coole. Das ist eine gute S3-Karte. Eine Diamond Speedstar A200 mit 8 MB. Das ist da ein S3 Savage 4, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Das war ein guter Chip. Der konnte diese schöne S3-Texturkompression. Zu der muss ich eigentlich auch mal ein Video machen. Wenn ich irgendwo im Internet diese speziell angepassten Unreal-Levels finde... Das wäre der absolute Bonus. Jetzt ist mein Rechner in Standby gegangen, beziehungsweise die Bildschirme sind ausgegangen. Die war cool. Die hatte eine spezielle Texturkompression, S3TC, so nannte die sich. Ist heute übrigens Standard von DirectX, soweit ich mich entsinnen kann. Und die konnte dann auf ganz wenig Bildspeicher, konnte die super hoch aufgelöste komprimierte Texturen packen. Und da gab es dann speziell angepasste Level für Unreal und Unreal Tournament, die dann unglaubliche Texturqualität ermöglichten, was damals auf Voodoo nicht machbar war. Sehr, sehr cool. Ja, S3 Metal in Unreal ist der absolute Burner. Aristo, hast du rein zufällig die entsprechenden Level? Ich weiß, damals in den Zeitungen gab es die. Würde ich mal gerne sehen. Jawohl, Felix TV. Wir sind Ravioli von YouTube. Genau wie hier auf Twitch gibt es uns bereits seit 8 Jahren auf YouTube. Muss mal Cliffy B anschreiben, ja genau. Der Cliffy. DM Curse, ich danke dir, Cliffy. Fantastisches Level. Genau, wir machen nachher noch ein bisschen Botmatch, da habe ich Bock drauf. Muss ich nur noch irgendwie Sound an die Kiste hier kriegen. Vielleicht nochmal umbauen oder so. S3 Savage 4, sehr coole Karte. Was haben wir hier noch? Das ist auch eine Savage. Eine Savage, glaube ich, oder Savage 3D. Ich glaube, das ist Vorgänger. Ne. Wir haben eine neue Nudel, Felix TV. Ich danke dir, Felix. Danke fürs Followen. Awesome. So, wir haben ja eine Hercules Terminator Beast. Das müsste eine Savage 3D sein, der Vorgänger der Savage 4. Ich lege meine Hand dafür aber nicht ins Feuer. Die habe ich aber auch abgegriffen. Geil, dieses riesige Hercules-Logo auf der Rückseite. Ist sehr cool. FX 5900, ja, auch eine coole Karte. K
kann man auch ein Autogramm bekommen. Sogar schickt mir eine E-Mail an dan@ravioli.de. Ich werde sehen, was ich machen kann. Ganz so viele Follower. Ja, das ist auch okay. Man muss ja auch irgendwie den Leuten da draußen gerecht werden. Und ob ich jetzt haufenweise... Entschuldigung, wenn ich jetzt irgendwem auf dem Schlitz trete, der vielleicht gerade zusieht, ob ich jetzt haufenweise 13-Jährige brauche, die nichts anderes den ganzen Tag tun, als sich dann in die Videos reinzuziehen. Ich weiß es nicht. Ich brauche auch keine Hardcuts oder... Ja, ich rede dann schon gerne am Stück und lasse das auch unverfälscht und möchte nicht mit irgendwelchen komischen Tricks die Leute dazu animieren, ja, am Video dran zu bleiben. Ja. Lukas, schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir was. Ja, Mann. Hercules Terminator Beast. Ne? Die alten Namen waren noch geil von den Hardware-Klamotten. Was haben wir hier in diesem roten Verpackungschen? Ah, ich glaube, hier sind wir bei explosiver Hardware. Nein, ich verstehe das nicht falsch. Nein, natürlich nicht. Ich habe einen uncoolen Junior vertrieben. Ja, sorry, uncooler Junior. Ich meine es ja nicht, mach's nicht böse. Ich meine es nicht böse. Was haben wir hier? Das ist eine Diamond Viper V550, wenn mich nicht alles täuscht. SD-Rahmen 16 MB. Eine Nvidia Riva TNT. Der erste Chip mit 32-Bit-Rendering. Was damals von der Presse hochgelobt wurde, auch wenn alle gesagt haben, dass es eigentlich noch zu langsam ist von der Geschwindigkeit her. Aber das wurde den 3DFX-Karten sofort angekreidet, dass sie kein 32-Bit-Rendering können. Wenn man das 16-Bit, also Farbtiefen-Rendering der TNT gesehen hat, im Vergleich zum 16-Bit-Rendering der Voodoo, in den entsprechenden Spielen natürlich, war das Voodoo 16-Bit-Rendering hübscher. Und selbst das 32-Bit-Rendering 32-Bit-Rendering der TNT, was dann vielleicht ein bisschen besser aussah, waren aber keine gescheiten Framerates mehr da. Also das war reines Marketing. Damals, zweites Semester, Kurs über Grafikkarten. 100% der Festplatte D, jawohl ja, jetzt kommt noch Festplatte E und dann können wir mit Windows-Installation fortfahren. Wir kriegen das doch alles überbrückt, haben wir doch kein Problem mit. So, hier, eine TNT in etwas größer von Creative. Creative hat ja auch mal Grafikkarten gemacht, eine ganze Zeit lang. Wir sehen hier oben die Diamond, unten die Creative. Beides Riva TNT 1 mit 16 MB. Nette Karten, stecken aber nicht in meine Retro-PC-Armada. Sind so, das ist so eigentlich eine gute Partnerkarte zu einem Voodoo 2 SLI oder so. Voodoo 2 SLI ist auch so eine Sache, das möchte ich eigentlich auch gerne nochmal hervorheben, nochmal beleuchten, was bei Voodoo 2 SLI noch mit richtig großen Prozessoren einfach machbar ist. Also wie viel Dampf dahinter ist. Die Ravioli-Formatiershow. Ja, der Gamer-PC entsteht. Ja, genau, die GeForce DDR, da ging es mit 32-Bit dann tatsächlich los. Und was ja absolut beachtbar war, waren ja auch die Kyro-Karten. Die waren fantastisch. Voodoo 2 SLI, ja, Matrox als Primärkarte. Hast du natürlich recht, wegen der 2D-Bildqualität. Slicer World, Hello Man, dich noch nicht gesehen hier. Ja, wie lange geht die Show heute? Ja, die Show geht so lange, bis wir Unreal zocken. Ich möchte heute noch ein Unreal-Bot-Match zocken. Dauert noch ein bisschen. Ist irgendwann nach 12. Da muss ich auch in eine Falle, weil ich muss morgen früh raus, so ist nicht. Aber bis dahin kommen wir sicherlich. Was haben wir denn hier noch an Hardware rumfliegen, liebe Leute? Ich habe noch einen 3D-Hersteller für euch. Hier als PCI-Karte mit einer goldenen Blende. Das ist eine 3D Labs Permedia 2 mit 8 MB. Eine Elsa Gloria Synergy 8. Zum Glück steht das hinten drauf, sonst könnte ich das nicht alles so aus dem FF sagen. Permedia 2 Chips konnten ein bisschen OpenGL-Beschleunigung. Bei Direct3D ging dann gar nichts mehr. Das waren so typische Cut-Karten. Wir haben einen neuen Follower, den Herrn Flop. Floyd? Herr Floyd? Das ist richtig ausgesprochen. Celeron 300A war der absolute Hammer.
Den Celeron 300A konnte man übertakten auf 450. Der Celeron 300A lief mit 66 MHz FSB. Und wenn man ein Mainboard hatte, was 100 MHz konnte, wir haben noch einen Follower hier, den Feowen. Fantastico! Dankeschön. Den Celeron 300A konnte man übertakten. Anstatt 66 MHz auf 100 MHz FSB und dann konnte der 4,5-fache Multiplikator dafür sorgen, dass man einen 450 MHz Prozessor hatte. Medikamenten Manfred! Manfred! Danke dir! P2400 mit freiem Multi, das ist natürlich auch der Hammer. Der Beeper-Van hat ein paar Teile für einen neuen High-End-PC da liegen. Brauchst du jemanden, der dir das zusammenbaut? Furvin. Follower Train. Chuchu. Ich bleib von ihr, bis Havler frei erscheint. Sehr, sehr geil. Gems Kling. Hello, grüß dich. Ja, hier geht ja heute echt die Post ab, Leute. 89, ob wir die 100 noch packen? Krass. Werd echt geil drauf. Und es geht los mit der Windows-Installation. Ah, jetzt erzähle ich wieder ein bisschen mehr, was ich hier sehe. Ich hoffe, ihr könnt weiterhin das so einigermaßen sehen. Wie gesagt, das Bild vom eigentlichen Rechner, was dort auf meinem Bildschirm dargestellt wird, das wird später auf jeden Fall besser. Das ist einfach wegen dieser DOS-Auflösung. So, jetzt wurde ScanDisk auf allen Festplatten gemacht. Das ging gut. Mit ein bisschen Glück haben wir schon die Windows-Installation in richtig geiler Auflösung. Narvin Cracky, The Plague 87. Hey, aus dem Voodoo Ellert! Dankeschön! Grüße zurück und mein Stream-Bild sieht doch ganz cool aus hier. Windows 98 Installation, gib ihm! Live! Ich wollte ja mal ein Video gemacht haben, ganz ehrlich, ohne Scheiß, vom Windows 98 Defrag mit Original-Festplattengeräuschen dabei. Das geht bei YouTube bestimmt wie verbrannt. So, jetzt kommt Windows Installation, wie sie damals war. Ich kann meine Maus sogar schon bewegen. Standardinstallation, Standard. So, jetzt ohne Scheiß. Verdammt nochmal, was ist denn das jetzt für ein Retro-PC? Retro-PC Nummer. Fuck. Ah, der Aristo ist auch aus dem Voodoo Alert. Der hätte mich auch gewundert. Da sind ja auch Österreicher unterwegs. Und so ein verrückter Haufen. Das soll jetzt nichts gegen Österreicher heißen, sondern da bekommt man es halt mit, dass da auf jeden Fall auch Österreicher aktiv sind und so. Windows 2000 ist auch cool, bootet mir nur ein bisschen zu lange, wenn ich ganz ehrlich bin. Das finde ich so ein bisschen krass. So, was will ich denn? Ich will im OneDrive ein Dokument öffnen, was ich nicht öffnen kann. Was für ein Retro-PC ist denn das jetzt? Ich sage jetzt einfach... Ist das die... ich sage jetzt mal 22. Es stimmt wahrscheinlich nicht, aber ich kann es nachher noch ändern. Arbeitsgruppe ist RetroLAN. Kopiervorgang starten. Jetzt wird kopiert. Episode 26 confirmed. Ja, der gute alte Install-Screen. Ich finde Windows 8 ganz pralle. Also Windows 8.1 mit dem Patch aus letzten Jahr April ist cool. Absolut in Ordnung, aber wenn Windows 10 vor der Tür steht, werde ich sofort wechseln. Weil mein 8 ein bisschen zugemüllt ist. Das hat zwei Mainboards schon darunter gesehen und so und das läuft nicht mehr ganz so rund. Und bevor ich jetzt groß neu installiere, weil ich nur Windows 8 Update habe, werde ich auf Windows 10 upgraden und dann hoffentlich ein sauberes System haben. Ja, aber den Startbutton, den hast du in Windows 10 ja wieder. Und ich bin sowieso so ein Desktop-Mensch. Ich arbeite ganz viel mit Desktop. Wisst ihr, wenn mein Desktop voll ist, kaufe ich mir einen größeren Bildschirm. Für einen Steam-Rechner. Sogan spendet schon wieder 5 Euro. Porto für das Autogramm. Wenn es nicht klappt, ist es für deine tollen Videos. Dankeschön. Solange du nicht in Timbuktu wohnst, soll das wohl kein Problem sein. Ah, du bist ein verrückter Hund. Ja, ich weiß, es ist mit Windows 10. Wir sind mal gespannt, wie das mit Windows 10 sein wird.
Sogan ist echt. Dead Chaos ist eine neue Nudel. Was? Jetzt erst? Chaos, was ist denn da los? Danke dir. Meine Anfrage wegen PC war schon echt. Ja, ja, okay. Dann schreib mal eine E-Mail. Schon wieder. iFreakX. Fantastico, dankeschön. 5 Euro Briefmarke. Die will ich mal sehen. So, wir kopieren hier. Wir haben einen Progress. Wir haben noch keinen Bluescreen verursacht. Ich find's doch geil. Und noch ein Follower. The Plague. 87. Schon wieder? Das ist merkwürdig. Aber ist mir recht. Wenn es dein zweiter Account ist oder was auch immer. Ach, abonniert. Jetzt abonniert ihr. Donate unterbricht Antwort. Das ist Lack vom Feinsten. Mit Bearbeitungsgebühren. Wird das dein bester Retro-PC? Ja, das wird eigentlich mein bester Voodoo-PC. Sagen wir mal so. Richtig geil Voodoo-Zocken. Wenn irgendwann mal mein Haupt-PC, mit dem ich wirklich in bombastischer, guter Qualität streamen kann, wenn der irgendwann mal kompatibel mit solchen VGA-Signalen wird, ergo wenn AMD mal einen entsprechenden Grafikkartentreiber für mich schreibt, dann habe ich auch vor, mit der Kiste richtig viele Sachen euch zu zeigen und vielleicht auch Live-Specials zu machen oder so durchzuzocken. Mal gucken. Da habe ich viel vor eigentlich mit der Maschine. Wir werden mal sehen. Die Voodoo 5 im System ist nicht übertaktet, nein. Ja, hat einen ganz schönen Kühler drauf, etwas größer, aber ich habe nicht vor, sie zu übertakten. Das bringt nicht so viel. Benchmark-Ergebnisse, ja, aber da ist mir die Voodoo eigentlich zu schade, weil die Voodoo 5 5500, die ist ja schon ja, die ist was wert. Das sind 60 Euro immer noch für die Karte oder so. Wenn es jetzt nur die nackte Karte ist. Ich meine, meine ist jetzt modifiziert. Das heißt, so viel Geld kriegt man für die wahrscheinlich nicht. Ich will sie ja nicht verkaufen. Wir stellen jetzt mal die Bootreihenfolge um, damit nicht jedes Mal das CD-ROM dazwischen funkt. Ich habe selber... ich nehme mit einer Capture-Karte auf, jawohl. Ich verwende hier eine StarTech, also StarTech geschrieben, PEX, P-E-X, H-D, C-A-P, PEX HD Cap, wenn ich es jetzt richtig herum gesagt habe. Super Karte, affengeile Karte. Die kann VGA-Eingang, DVI-Eingang, HDMI-Eingang und Komponente-Eingang. Macht bis 1080p 30 Frames und alles darunter, die ganzen Auflösungen, teilweise sogar mit 75 Frames. Das ist ganz nett. Gerade für so VGA-Capture-Geschichten oder so ist das sehr geil. Wie man sieht, die 640-400 im BIOS kann sie nicht. Dafür kann die 320-240 zum Beispiel oder so, was ja bei. Oder 320-400 geht auch. 320-400 geht, ja. Nee. Oder? 320-400 bin mir nicht sicher. 400x300 geht zum Beispiel. Hälfte der 800x600 Auflösung. Also so ein paar DOS-Sachen kann man damit tatsächlich capturen. Nicht alles, aber. Einiges. So, Retro PC 22 habe ich gesagt. Ja, jetzt kommt der Key. Jetzt nehmt es mir nicht böse, aber wir sind hier in der Live-Sendung. Wenn Microsoft gerade zusieht, hier echt ein Problem. So, Key eingegeben, weiter geht's. Wie du gesehen hast, The Plague, kenne ich den Key auch auswendig. Ich habe gerade von der StarTech gesprochen, ja. Wäre cool, wenn ich einen Greenscreen hätte. Joa, habe ich. Ich habe ein Let's Play zu Tomb Raider gemacht, zum allerersten Tomb Raider von 1996. Das habe ich auch auf 3DFX-Hardware gespielt. Und... da habe ich den Greenscreen benutzt. Das gibt's auf YouTube zu sehen, wollte ich sagen. Wir wollen hören, wie Cracky Windows das Telefon aktiviert. Ja, knapp 2 Minuten brauche ich.
Vielen Dank. Vielen Dank. So, das Blackstar-Laufwerk bleibt ja nun nochmal drin. Ich sichere das jetzt einfach mal mit einer Schraube, damit es mir nicht wegläuft. Wenn ich dann gleich eine... einen CD-Wechsel mache. Wir haben einen neuen Follower. Wolterknecht? Hört sich an wie Wolterin. Der Greenscreen. Bau mir auch mal einen Retro-PC. Schickers 1996. Was ist denn da los? Ja, Greenscreen. Ihr seht da hinten diesen grünen Stoff. Den kann ich hier spannen. Bis hier rüber. Das ist übrigens das Chaos, was ich jetzt hier verursachen musste, damit ich... Lenny 20.000. Cool. Dankeschön fürs Followen. Freut mich, wenn es dir gefällt. Die erste CPU mit integrierter Grafikeinheit. Boah. Wen haben wir denn da? Cloudplayer.de? Cloudplay.de? Ich hab's nicht ganz gesehen. Jetzt fragt er mich hier, welche war die erste CPU mit integrierter Grafikeinheit? Leck mich in den Tisch. Wir müssen eigentlich... Boah, ganz schwierig. Jetzt ohne Witz. Wo es tatsächlich integriert war. Boah. Ja, natürlich. Die Neunudeln, die können einiges nachholen auf YouTube, wenn sie denn wollen. Die RBC, 18 für ein halbes Leben... Unsere durchgezockt Specials zu Super Mario Bros., zu Mega Man 2, Mega Man 3, zu Eternal Darkness die Episoden, zu Metroid Prime die Episoden. Jetzt habe ich einen Kommentar verpasst, der auch etwas länger war. Ja, PC aufsetzen live. StarCraft 2 Turniermatches waren nett. Weiß ich nicht, ob das im Nachhinein so geil ist, uns beim amateurhaften Casten zuzusehen. Weiß ich nicht. Unsere Battlezone-Videos sind cool. Mario Smash Football geht immer ab. Mario Kart geht immer ab. Wir sind halt Nintendo-Ursprung, waren natürlich auch immer PC-affin. Der Fokus ist bei uns immer so ein bisschen gewandert. Dann war mal die Xbox 360 etwas größer bei uns. PS3 lief immer so ein bisschen mit. Mobile Sachen, Nintendo DS, 3DS, die PS Vita wurde auch befeuert. Wir haben 100 Viewer. Wie geil ist das denn? Wir haben übrigens anno 2009, 2010 schon gestreamt und da hatten wir teilweise 300 Zuseher. Aber es war zu früh. Da gab es noch kein Twitch. Ich lasse das 98 Original. Ich spiele vielleicht noch den Internet Explorer 6 drauf. Mit dem etwas geupdateten Media Player. Aber ansonsten packe ich da keine komischen Updates drauf, weil alle meine Retro-PCs, meine 24, 25, die ich in Summe habe, die laufen alle mit diesem wunderbaren 98 ohne Probleme. 100. Macht Screenshots davon. Tackert euch das sonst noch wohin. Ich finde das geil. Ich möchte einen Tweet damit sehen. Herr Sie. Ja, die alten Streams. Was an alten Streams noch so über ist, das könnt ihr auf einem separaten... YouTube-Kanal von uns tatsächlich auch nochmal ein bisschen wiedererleben. Leider haben wir nicht mehr alles, aber ein bisschen was. So, jetzt geht die Action hier ab. Plug-and-Play-Bildschirm. Such dir mal einen Treiber für meinen Plug-and-Play-Bildschirm. Jetzt haben wir gleich Windows 98 ins Gesicht. Dann werde ich nicht mehr so krass dem Chat folgen können, aber ich gebe alles. Ja, die 5-Jahre-Show. 100! Windows 98! Das ist Windows 98 und diesen Bild nicht mehr beim Starten anzeigen. Vielen Dank. So, erste Amtshandlung, meine Damen und Herren.
Ich gehe auf die Windows 98 CD und kopiere den Windows 98 Ordner auf meine C-Festplatte, damit ich nicht mehr bei Hardware-Installationen die Windows 98 CD einlegen muss. So einfach ist das. Hat er mir denn das zweite CD-ROM-Laufwerk erkannt? Oh, jetzt versuche ich hier Multitasking ohne DMA-Treiber und weiß der Geier was. Nein, hat er nicht. Ist nicht schlimm. SSI ist jetzt für heute Abend nicht so wichtig. Nummer 100 hat noch nicht mal gute Nacht gesagt. Ja, Schweinerei. Hat nur kurz reingesetzt und was ist denn da los? Und noch für ein Shit. Andy Onsen. Yeah. Danke fürs Followen. Bring den Mega Man zum Rocken, Dude. Ja, was empfehle ich für Bauteile für einen Steam-Rechner? Also wo du Steam das Betriebssystem noch laufen lassen willst oder was? Oder den du dir halt neben dem Fernseher stellst? Oder einen Rechner, der einfach nur streamen soll von deinem Hauptsystem rüber? Wenn du es ein bisschen konkretisierst. Aber es ist schwer, das zu pauschalisieren. Stream. Ach, Stream, dankeschön. Ein Stream-Rechner. Also einem, mit dem man nur so, wir haben kopiert. Mit dem man nur streamt. Ja. Oh, Windows 98. Ich wollte eigentlich CD hinterschreiben. Jetzt gehen wir einmal kurz in die Registry, RegEdit. Und jetzt suchen wir nach SourcePath. Und dann ändern wir nämlich den Verweis von FWin98 auf CWin98CD. Und dann fragt er auch nicht mehr blöd nach. Hoffe ich. So, jetzt kommt meine Treiber-DVD ins Spiel, die ich vorhin mit hochgebracht habe. Hoffentlich finde ich sie wieder. Hier. Ein Retro-PC entsteht. Ja, ein Stream-PC. Was nimmt man da? Wenn man was richtig Potentes haben will zum Streamen, puh. Schwer zu sagen. So ein... Wenn es preis-leistungsmäßig und leistungsstark sein soll und der wirklich nur das Streaming machen soll, dann könnte ich zum Beispiel einen AMD FX empfehlen, den 8350. Der macht für 150 Euro richtig Dampf dahinter, hinter dem Video-Encoding. Hat ja fast das Niveau eines Core i7-4770 in der Leistungskategorie, wenn es um Video-Encoding geht. Dafür sind die echt geil. Ansonsten natürlich der berühmte Xeon, den ich auch verwendet habe in dem Gamer-PC-Video. Der ist dafür auch exzellent geeignet. Ich selber nutze ja einen Core i7-5820K. So, wir fangen mal an. RetroLAN Stuff, weil wir werden hier sehen, in unserem Gerätemanager, dass einiges nicht installiert ist, unter anderem der SCSI-Controller auch nicht. Für den habe ich jetzt aber, glaube ich, auch keinen Treiber zur Hand. FireWire hat er schon von selber erkannt, die Grafikkarte ist noch eine Standard-PCI-Karte, Netzwerkkarte hat er auch nicht. So, wir fangen aber an mit dem Chipsatz. Und da wir hier einen VIA KT266 haben, brauchen wir den VIA 4-in-1 Retro-Treiber. Bügeln diesen nun drauf, das VIA Service Pack, den VIA 435, normale Installation, DMA aktivieren, den AGP im Standardmodus, nicht im Turbo-Modus, das macht meistens Probleme. Bringt bei der Voodoo eh nichts. Die R993 Nitro, sehr schöne Karte, mit 8 GB, sehr geile Karte. Ja, Dualrechner-Setup ist natürlich cool. So, neu starten. Ganz wichtig. Genau, die kann eh nur AGP zweifach. Und dann kann sie noch nicht mal das auslagern in den Hauptspeicher. Also insofern. Ja, zwei Laufwerke eingebaut, weil SSI halt cool ist. Und ich mag dieses TEAC-Laufwerk. Das hatte ich früher auch. Ich mag diese harte Schublade und ich hatte halt diesen SCSI-Controller und dieses SCSI-Laufwerk auch noch rumliegen und daher wollte ich das jetzt auch damit betreiben. Aber wie gesagt, ich habe den Treiber für die SCSI-Karte wahrscheinlich nicht zur Hand
Und dementsprechend, ja, Fast Ride kann die nicht, ne? Oder was das auch immer ist. Ich habe auch einen Röhrenbildschirm. Mein Chat läuft hier auf einem Röhrenbildschirm. Pentium 3 King, ja, 1400er. Auch cool. FX59, das ist natürlich geil. E-Mails checken. Mache ich jetzt nicht, mache ich später. Man bestätigt immer alles mit Enter. Und drückt einfach weiter. So, okay, den Treiber haben wir drauf. Dann wollen wir jetzt mal unseren Augen was Gutes tun und den Grafikkartentreiber installieren. Da benutze ich einen modifizierten Treiber, den Amiga Merlin, den 2.9er. Der müsste eigentlich funktionieren. Die Treiber wurden ja nach dem Aufkaufen von 3DFX im Jahr 2000, Ende 2000 war es, glaube ich, da wurde 3DFX aufgekauft von Nvidia. Wurden die Treiber noch jahrelang weiterentwickelt von Fans. Sollte hier eigentlich ein Voodoo-Ordner auftauchen. Bin ich gerade etwas verwirrt. Jetzt habe ich das in Windows reingemacht. Das war natürlich dumm. So. Machen wir das jetzt ganz klassisch oder bei den Installer? Wir machen das... Machen wir das mal über den Installer. Machen wir Setup. Weil das sind noch nur die 3FX-Tools. Oder installiert er dann auch den Treiber? Na, schauen wir mal. Genau, das ist das Setup. Wobei das die erste Orgy war. Ich weiß nicht, ob die schon Player hieß. Meine allererste Konsole war ein Nintendo NES, was ich selber besessen habe. Vorher hatten wir etwaige Atari-Maschinchen. So, jetzt gibt's Bildqualität hoffentlich. Noch nicht. Noch nicht. Hab's doch gesagt, ich hätte den Treiber... Ich glaube, der hat erst einen Installer noch installiert. Genau, irgendwas war da. Irgend so ein Windows-Installer. Installer terminated. Der EA-Vorgang wurde wegen eines Thread-Endes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen. Dankeschön. Das wollte ich nicht sehen. Also doch die manuelle Art. Komm, Junge. Das ist nicht gut. Und dass meine Bildschirme in den Standby gehen, ist auch nicht gut. Widi. So, C, Windows, Desktop. Da haben wir den Desktop da, da haben wir den Desktop. Neu starten. Ja, alle im Retro-PC-Fieber hier. Der Papstlüfter macht schon ordentlich Dampf. Muss er aber auch. So, okay. Jetzt müssen wir uns natürlich auf eine Eingangsauflösung einigen. Ich denke mal, wir bleiben bei 800x600. Jetzt muss ich das nur noch meiner StarTech-Karte eben verklickern. Was da reinkommt. Viewers.
Also mit dem Retro-PC möchte ich... Jetzt gucken wir doch mal, dass wir die Tools hier installiert bekommen. Mit dem Retro-PC möchte ich, ja... einfach meine Voodoo 5 mal wieder beleben. Mit der Karte auch so ein bisschen Spaß haben. Das ist eigentlich mein Hauptanliegen. So, jetzt hat die 3DFX-Tools-Installation doch geklappt. Ja, diese Voodoo 4 AGP, die ich euch vorhin gezeigt habe, die ist scheiße viel wert. Nur so ein Pömpel-PC. Jo. Weil es cool ist, denke ich. Weil das 3D-Fix-Erlebnis damals ein absolut einzigartiges war. Ja, das ständige Neustarten, das war damals so. Aber läuft doch. Geht voran. Grafikkarte installiert. Dann machen wir mal weiter. Spaßeshalber jetzt mit der Netzwerkkarte. Gehen wir wieder über den Gerätemanager. Der PCI Ethernet Controller, der ist nicht deklariert. Wir suchen auf meiner schönen DVD hier. Retro-Treiber. 3.com. Ach, den muss ich erstmal entpacken. Fuck. Treiber. 3.com. Ah, erst kopieren. Weil auf CD entpacken ist ein bisschen schwierig. So, danke. Jetzt gehen wir hier nochmal hin. Sieht doch gut aus. Schöne 3.com Netzwerkkarte. Der Windows-Start, der dauert jetzt ein bisschen, weil ich kein Netzwerkkabel eingesteckt habe. Ich könnte das aber noch machen. Oh mein Gott! Komm schon! Weil, wenn Windows 98 beim Starten nicht eine IP zugewiesen bekommt, dann sucht das Betriebssystem im Netzwerk und sucht und sucht und nichts passiert. Rage Fury Max ist auch eine saugeile Karte. Zwei-Chip-Karte von ATI. Zweimal Rage 128 drauf. Dual-Chip läuft aber nur unter Windows 98, wie The Plague schon schreibt. Und in NT wird leider nur einer der beiden Chips benutzt. Das ging noch flott. Jetzt brauchen wir aber noch ein spezielles Netzwerkprotokoll, damit wir auch alle Games zocken können. Und dafür installieren wir uns noch das IPX-Protokoll. IPX, SPX, zack. Stellen auf Windows-Anmeldung um. Dateienfreigabe aktivieren wir mal. Und ratet mal, Neustart. Ja, ich habe ja mit meinem allerersten Retro-PC, den ich hier habe, also mein damaliges Pentium 3-System, habe ich ja insgesamt 4 Grafikkarten drin. Ich habe auch eine Diamond Stealth S540, S3 Savage 4, dann habe ich eine Matrox M3D Power4R Chip und dann zwei Voodoo 2 12 MB im SLI Verbund. Aber gibt es im Voodoo Alert Forum nicht auch Retro-LANs, die bei dir in der Nähe stattfinden? Plague? So. Netzwerkkarte installiert. Jetzt versuchen wir es mal mit der Soundkarte. Dann habe ich mir dann noch den Soundblaster Audigy VXD-Treiber vorhin separat runtergeladen. Ich hoffe, der fluppt auch. Ist ja die letzte Soundblaster, die auch unter 98 noch einen richtigen Treiber bekommen hat. Sieht gut aus. Audigy Audio Processor. PCI Input Controller.
weiß nicht, ob ich irgendwelche Adaptec-Treiber drauf habe auf dieser Treiber-CD, aber ich glaube nicht. Das könnte ich ja probeweise den mal anbieten, den SCSI-Treiber. Installing Drivers. Das sieht gut aus. Jetzt muss ich gleich meine Lautsprecher anschließen, glaube ich. Just for the fun of it. Ich weiß aber nicht, wie das dann über die Webcam kommt, ohne Witz jetzt. Installing Drivers. Wir lassen die mal machen. Und ich guck mal meine Schublade hier, meine goldene. Das sieht nicht so gut aus. Ein bisschen kurz. Das ist ein bisschen länger. Das ist ein bisschen Jörg. So. Das hier auch. Installing Drivers. Meine LEDs funktionieren übrigens nicht. Muss ich gleich nochmal gucken. Neustarten. Dieses Kabel ist zu kurz. Das andere wird auch zu kurz sein, leider. Ich glaube, wir machen das anders. Ich glaube, ich baue gleich noch mal ganz kurz um. Noch ein kurzes Päuschen. Damit ich mir hier Ton reinhole. Jetzt erkennen die Leute, dass sie schon mal miteinander gehandelt haben im Voodoo Alert Forum. Da wird auch immer ganz viel Retro-Hardware feil geboten. So, Sound anscheinend installiert. Wie gesagt, ich habe hier noch nichts angeklemmt. Jetzt schauen wir noch mal, ob ich irgendwas Adapter-Treibermäßiges habe. Aber wie gesagt, ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Auch kein SCSI-Verzeichnis? Nee. Wenn ich Spaß ist, habe ich mal auf der CD suchen lassen. Aber ich glaube, das bringt es nicht. Nein. Ist egal. Mit dem SCSI-ROM ist jetzt nicht so tragisch. Das hat schon mal gut geklappt. Ich könnte jetzt auch einen Webbrowser installieren und den ganzen Kletterer-Dadge. Mache ich jetzt aber nicht. Stattdessen, liebe Leute, wir machen eine klitzekleine Pause. Ich bin gleich wieder da. Und dann geht's weiter hier mit dem großen Finale. Bis gleich.
Here we go again. Ich habe jetzt gerade mal eine USB-Maus angeschlossen. Damit die Maus nicht ganz so ruckelig ist. Wenn wir dann gleich noch ein Ründchen zocken. Jetzt suche ich tatsächlich gerade noch meinen heißgeliebten Unreal-Patch. Retroland V2 Patch-CD. Das ist eigentlich falsch. Das ist irgendwo auf einer V1 Patch-CD sein. Vielleicht haben wir aber auch eine Retroland V1 ultimative Sammlung Patch-CD. Gemeinheit. Volume 2 Patches. Ja, nee. Damn it! Retroland Treiber-CD, Viva TNT Edition. Diese ollen Patch-CDs, egal, wir fangen mal mit der Unreal-Installation an selber. Schon okay so. So. Na, wir schauen mal. Installiere ich es auf Deutsch oder auf Englisch? Normalerweise ja Englisch, ne? So, natürlich auf Festplatte D. Da kommen ja meine Spiele hin. Bitte komplett installieren. Loving my ass off. Sarah Winhall 80 oder wie auch immer. What are you laughing about? What are you laughing about? What are you laughing at? Retro PC 21 Treiber CD. Ja, manche eine Retro PC brauchen extra Süppchen. Noch eine Treibersammlung. Ich suche eigentlich die heißgeliebte Retrolan Patch CD, die erste. Irgendwie ist die in weit, weit weg. War duschen, habe ich was verpasst? Weiß es nicht. Treiber sind soweit installiert. Mein PC macht mittlerweile sogar Sound. Ich habe gerade Lautsprecher angeschlossen. Und jetzt suche ich gerade noch meinen Unreal Patch, damit wir hier noch ein bisschen krachen lassen können, so 20 Minuten. Und ich dann mit viel zu viel Puls aufgrund der geilen Resonanz ins Bett gehen kann. FIFA 99, das war bei der Voodoo Dry dabei. So. Play möchte ich eigentlich noch nicht sagen. Verdammt nochmal. Irgendwo musst du hier. Ich habe eine USB-Maus connected, ja, habe ich. Ah, yes. Retroland Volume 1 Patch CD, sehr gut.
So, finishen wir das hier einmal. Finishen. Und dann aktivieren wir gleich vorab, weil ich spiele das jetzt einfach in 800 zu 600. Gehen wir mal hier in die 3DFX Settings und sagen natürlich V-Sync Fastest, also den V-Sync aus, und aktivieren aber das 2 Sample Anti-Lading. Schön ein bisschen Kantenglättung anmachen. Ich weiß nicht, wie der Game-Sound gleich rüberkommt, wenn ich hier zocke. So, 226er Patch von Unreal. Rüber damit. Bisschen Arbeit habe ich mit dem PC noch aufgrund der SCSI-Geschichte und dass die LEDs jetzt hier nicht funktionieren und so. Aber ansonsten war der Bild ja erfolgreich. Also Windows 98 ist drauf. Jetzt wollen wir mal gleich schauen, was er bei Belastung macht. Wenn ich dann ein Ründchen Unreal spiele, wiederhole mich. Mit ohne Mauspad oder einer komischen Tastatur. So, Unreal Patch. Ping! Ach ja, Cancel, weil im Hintergrund der Autostart angegangen ist von der Unreal CD, kam jetzt diese komische Message gerade. Aus welchem Jahr wäre der PC dann, den ich jetzt hier habe? Der Athlon XP, der ist 2000, der 2.4er, ich glaube, der ist erst Ende 2.1 erschienen oder 2.2. Lass mich nicht lügen. Also man könnte sagen, diesen PC hätte man sich im Jahre 2002 in etwa nachbauen können. Die Voodoo 5 selber stammt aus dem Jahr 2000. Also Prozessor ein bisschen overpowered eigentlich, aber die Voodoo 5 freut sich drüber. Jetzt kommt die beste Frage. Do you have a 3DFX card installed? Yes, baby. Do you want Unreal to use your 3DFX card? Yes, baby. Zacke der Schweinebacke. So, ihr seht jetzt noch nicht das volle Bild. Aber jetzt! Oh, Time Demo 1. Schauen wir mal, wie viele Frames das Ding jetzt hier rausrotzt in 800x600 mit zweifacher Kantenglättung. Leider ist mein TFT einer aus der Hölle mit 30 Millisekunden Delay oder so. Also meine optische Experience ist jetzt nicht so geil. Aber ja. Dafür, dass die Voodoo gerade auch Kantenglättung macht, geht ihr ein Gute. Wer sich an das Benchmark-Video erinnert, Voodoo 2 SLI. Ja, die Aufzeichnung werden wir auf RAW Intros packen. Vielleicht kommt ein Zusammenschnitt als separates Video dann auch nochmal auf unserem Ravioli-Account. Ich erwähnte es bereits früher im Stream, die ein PC entsteht. Videos sind ja sehr beliebt. Und insofern mal sehen, ob wir uns das nicht nehmen lassen, dann den Leuten, die das jetzt verpasst haben, weil sie jetzt erst das Announcement-Video gesehen haben, dass wir dann da auch nochmal drauf zurückfinden. So, wir konfigurieren uns mal die Steuerung einmal. Hüpfen in ein Bot-Match. Hab ich jetzt Bock drauf. Wir machen mal Reduced Score ein. Wir sind ja alles, wir sind ja in deutschen Landen. Wednesday. Lassen wir mal aus. Hardcore-Modus. Wie hoch soll der Base-Skill sein? 0, 1, 2, 3. Ich lasse den mal auf 1. Das ist okay, ich will jetzt Spaß haben. 5 Bots. Und wir zocken natürlich auf Deck 16. Oh, Frag Limit 20. Hallo? Time Limit 10. Geht das vom Ton her?
Cracky. Hier, Scar. Spectator ist natürlich top. Ah, ich spiele als Frau. Mit der schönen. Ist ja fast orange. Fast 3FX orange. Oder hier. So, los geht's. So, jetzt geht's ab hier. Normalerweise mache ich mir den Weapon-Bob noch aus, also das Wackeln der Waffe. Holy shit! Sieht man hier auch Gegner oder? Ah, da ja. Hoppala. Berühmte Deck 16. Hier bei mir auf dem Bildschirm kann das Ganze ein bisschen Brightness vertragen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ein bisschen Brightness schadet nie, ne? Gutes Black Cannon. Das ist jetzt leider nur ein 30 FPS Stream. Mein Stream-PC schafft da nicht mehr. Aber vielleicht haben wir ja bald eine rosige Zukunft mit geilen Streams, die über diesen PC laufen und irgendwelchen 3FX-Games oder anderen Retro-Klassikern. Ah, Mist. Da kann man noch nicht rein dodgen, da ist noch kein Teleport zu einer Redeemer, die gibt's in Unreal noch nicht. Da stirbt man in diesem Laserstrahl. Hip! Ah, nein! Der Sprung hat nicht gepasst. Aber jetzt! Hip! Oh, nein! Nochmal! Yay! Hey! Nein, ich wurde erledigt! Oh mein Gott! Den haben wir auch erwischt. Nein! Ich habe keine Hitpoints mehr. Sniper Rifle, ranzoomen. Keiner da. Oh Gott! Schnell weg! Die Bots waren damals verdammt intelligent. Ich meine, Epic hat sich den Entwickler der Quake-Bots, Reaper-Bots oder wie die hießen, geschnappt. Das war so eine Mod für Quake. Den haben sie kurzerhand verpflichtet für Unreal, damit er die Bots programmiert. Und das war das erste Spiel, glaube ich, welches von Haus aus tatsächlich wirklich gute Bots mit dabei hatte. Die waren fantastisch gut, die Bots. Entschuldigt mich, ich mach kurz den Sound aus. Ich weiß nicht, ob ich mein Babyphone gerade gehört habe. Fracks eingestellt, 16 habe ich. Ah, die Minigun, ist auch cool.
Einen noch. Einer noch. Yeah! Gewonnen! Fantastico, meine lieben Leute. Hey, Arnonymous! Danke fürs Followen, Dude! Ah, oh, die Map. Ich fand die Unreal Maps ja so cool. Oh, schön daneben geschossen. Der hat das Schildbild, der Sack. Vance! Hat ihm nichts genützt. Ich habe einen Shock Rifle Dual Shot bekommen. Das ist das einzige Spiel, wo du respawnen kannst und nicht nur selber sterben sehen kannst. Man kann hier übrigens auch tauchen. Hier gibt es den Scuba Gear. Kann man unter Wasser mit atmen. Silencer habe ich eingesammelt, ne? Genau, es gab auch Schalldämpfer, einfach für alle Waffen. Holy shit! Oh, geht aber gut ab gegen die Bots, das macht sau Laune. Oh shit! Oh, fuck! Muss aufpassen, dass man sich mit den Schrapnellen nicht selber richtet. Oh, Lava. Sehr hübsch. Ja. Zumindest mal eine Rüstung, aber ich bräuchte eigentlich Health. Da war Health. Sehr gut. Da oben ist das Mega-Health. Das ist sehr gut. Ah! Come on, you, in your face. Nein! Fuck! Es gab keine Nahkampfwaffe bei Unreal, sondern diesen Blaster, den ihr gerade gesehen habt. So, hier haben wir es. Mega-Health. Entschuldigung, wenn es jetzt aufbröselt. Mein Stream-PC schafft leider nicht mehr. Bams, in die Lava geschubst. King of the Hill. Das gab es hier übrigens auch als Spielmodus. King of the Hill. Da konnte man nur als King Frags sammeln. Und der Abschuss des Kings hat irgendwie 5 Frags gebracht oder so. Und der King leuchtete rot auf. Fuck! Zweitschuss war so ein Aufladeschuss, der etwas stärker war. Aber es war schon schwer genug, mit dem Blaster überhaupt irgendwas zu treffen. Shit. So, Minigun Baby. Jetzt geht's ab. Stehen bleiben. Oh Gott, der hat Welt eingesammelt. Und hat natürlich die Flag Cannon. Da war mein nicht vorhandenes Mauspad zu Ende. Aua. Yay, erwischt. Wir haben die Bio-Rifle noch gar nicht gesehen und die Stinger.
Fuck. Waiting for the respawn. Ciao, Xalveus. Xalvois. Hier ist das Dinger. Dieses Diamantgewehr. Yes! Giraffe 1969! Danke fürs Followen! Bams! Voll erwischt! Oh Mann! Ist schon wieder das Belt eingesammelt hier! Bams! Auch gesessen! Unreal, das war so hübsch damals. Wahnsinn. Bams. Ich würde das natürlich am liebsten mit direktem Audio-Feed schicken und so, aber das ist jetzt hier halt auch nur ein kleiner Testzock. Bams. Und sau cooles Event, das ihr alle eingeschaltet habt. Da gut. Es wird sicherlich einzigartig bleiben. Für die nahe Zukunft. Werden wir eher live mal wieder aktiv werden mit den guten Nintendo-Konsolen, mit der Wii U und der Nintendo Wii. Die hat ja bei Ravioli den Ursprung. Und da gibt es eine Live-Stream-Serie, die Bye Bye Wii, Bye Bye Nintendo Wii, wo wir die Wii verabschieden, buchstabenmäßig. Als nächstes ist der Buchstabe H an der Reihe. Und da ich mit dem Buchstaben H nicht so sonderlich viele Spiele habe, werden wir den Buchstaben I noch hinten dran hängen. Also im Prinzip die Bye Bye Wii Volume High. Und das wird eine kurzweilige Sendung in einem 60 FPS-Stream. Ankündigen tun wir solche Live-Sendungen meistens immer kurzfristig über Twitter. Zweifach Kantenglättung zocke ich das. Genau so ist es. Auf jeden Fall. Schönes Bild. Wenn ich jetzt... Ah, die mag ich hier. Die ist geil. Hillport oder wie die heißt. Da ist die Bio-Rifle. Ja, und das, die Voodoo konnte ja nur Super Sampling. Die hat ja nur Super Sampling gemacht. Also im Prinzip die beste Qualität, die man sich so vorstellen kann in Kantenglättung. Und ich kann hier über die Performance jetzt echt nicht meckern. Wir sehen hier Lowest FPS einmal bei 61. Ansonsten rotzt das Ding hier die FPS nur so raus. Boah, ey, zweimal in die Flecken gelaufen. Ach, come on. Oh, da liegt der 8-Ball. Was? Wieder erwischt worden. Ich glaube, hier kann man sich heilen in dem Ding, ne? Ja, man wird geheilt. Aber wenn natürlich einer hier über diesen Knopf läuft, dann bist du platt. Shit, ey. Also auf der Map bisher noch keine geilen Waffen gefunden. Hier oben liegt die Shock Rifle und eine Rüstung. Jetzt muss da mal was gehen hier. Oh, jetzt haben wir tatsächlich mal 47 FPS. So.
Ah, da war einer hinter mir. Okay, schnell weg. Schon wieder Beer Rifle. Yay, der ist direkt in mich gerannt. So, jetzt machen wir einen richtigen fetten Schleimfropfen irgendwo hin. Leider löst der irgendwann selber aus. Fuck. Bams. 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 Fuck. Voicebox. Aua. Mich getroffen. Na komm, Risiko. Ich muss ein bisschen Heilung erfahren. Super. Nein! Da hat's mich zerlegt. Ich bin über den eigenen Schleimhaufen gelaufen. Fuck! Five minutes left. Boah, ey. Es geht hier ab. Oh ja, danke. Boah, hallo. Mein lieber Scholli, da rennen die dir mit der Fleckcam ins Gesicht. Das ist der Wahnsinn, was die da veranstalten. Bams. 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 Fuck. 16 Abschuss habe ich. Bams. 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 Come on. Nein. Oh, I need a weapon. Need a weapon. So, jetzt mit der Flecken. Da muss eigentlich was gehen. Yes! Oh, knappe Kiste, Leute! Knappe Kiste! 2019! Woo! Ja, das hier ist Unreal. Das ist der absolute Wahnsinn. Saugeil. Hilfe. Nicht alles umwerfen. Ich habe ein riesen Chaos veranstaltet hier oben in meinem
in meinen Gefilden. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Einschalten. Das war saugeil, das hat mir verdammt viel Spaß gemacht. Dieser Stream endet jetzt hier. Der WB Loop hat sich jetzt Unreal wieder von Good Old Games gezogen. Leider ist Unreal auf den modernen Grafikkarten nicht das gleiche. Irgendwie läuft es so ein bisschen zu schnell, hat man den Eindruck. Aber klar, viel Spaß damit. Verpasst nur nicht, die hoch aufgelösten Texturen einzustellen. Das machst du dann hier wie folgt. Machst den Tabulator und gibst dann Preferences ein. Und dann gehst du in Rendering rein und dann sagst du bei Direct3D, dass er bitte die Detail Textures benutzen soll. Da sagst du da True. Die sind nämlich bei 3DFX standardmäßig an und machen Spaß. Zack, ja, Vollbild. Ja, Voodoo 5 ist einfach der Hammer für Unreal, Unreal Tournament, Rune, Clive Barker's Undying, Ultima 9, also Sachen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Also es war granatmäßig. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und freut mich, dass ihr dabei wart. Fantastisch. Die Aufzeichnung hierzu werdet ihr auf unserem Raw Intros Kanal finden auf YouTube und gegebenenfalls auch in einem etwas gekürzten Zusammenschnitt dann auch auf Ravioli auf YouTube. Unsere Website ravioli.de, bei Twitter könnt ihr uns auch folgen. Ravioli dort der Name. Jawohl. War echt fantastisch. Hat mir riesen Spaß gemacht. War ein bisschen anstrengend, wie das beim Streaming so ist, wenn es richtig geil läuft, wenn man viel Feedback hat. Aber es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und war sehr, sehr cool. Riesen Zulauf. Geile Sache. Und ich habe einen Retro-PC endlich mal wieder mit einer Voodoo 5 in einem Fujitsu Siemens T-Bird-Gehäuse, Soundblaster Audigy, Athlon XP 2400 Plus mit 2 GHz, 60 GB Platte, ein SCSI-Laufwerk, welches noch nicht läuft. Aber das kriegen wir alles noch hin und ich bin happy, dass das Ganze gut ausgegangen ist. Trotz Marienkäferbefall und Schweißperlen von der Stirn, weiß der Geier was sonst noch. Ja, als nächstes wird es wieder gewöhnlicher. Das war jetzt schon ein sehr außergewöhnliches Ereignis hier. Die Woche gibt es auf jeden Fall einen Livestream mit unserem guten H-Fox, unsere Nordleuchte. Der hat nämlich gerade Besuch von dem Mattes. Was die beiden machen, ich weiß es noch nicht. Ihr dürft euch aber auf jeden Fall darauf gefasst machen, dass es kurzfristig angekündigt wird. So ist das bei uns. Die beiden haben sich letztes Mal hingesetzt und ein bisschen Tomb Raider 6 gespielt, The Angel of Darkness, Tomb Raider 3 haben sie gespielt, dann haben sie den Surgeon Simulator gespielt, das war sehr, sehr witzig. Die haben so einen Halloween-Stream gemacht, haben Amnesia, glaube ich, gezockt, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben die verdammt viele, viele Games gespielt und es war ein sehr unterhaltsamer Stream. Dead Space haben sie gespielt, aber was sie jetzt machen, wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Das kommt aber auf jeden Fall diese Woche. Nur ich kann es halt auf jeden Fall empfehlen, followt uns dabei auf Twitter. Spätestens dort werdet ihr es gewahr. Oder wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann followt uns natürlich hier einfach auf Twitch. So, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine angenehme Nacht. Ich mache jetzt hier meine Deckenflute aus. Lasse noch ein bisschen Luft hier in das Zimmerchen. Und dann mache ich mich aufs Bett. Cracky ist nun raus. Und ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Es war saugeil, Leute. Hier, mein Wasserflaschenfinger bestätigt das auch. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss.